Grüßt euch, liebe Werkzeugfans oder Freunde oder Handwerksfreunde. Herzlich willkommen zu diesem Video. Steffi gehen schon. Ich glaube, hast du Lust, Steffi? Sie macht nämlich die Detailaufnahmen, die Schnittbilder. Und jetzt grinst sie. Heute geht es um eine Tauchkreissäge. Und wie ihr wisst, habe ich auch eine Tauchkreissäge. Darf mich glücklicher Besitzer einer Tauchkreissäge nennen. Und zwar habe ich die Bosch GKT. Ich weiß es nicht. Ich werde euch das mal jetzt hier einblenden. Auf jeden Fall hat sie eine Schnitttiefe von 55 mm und ist kabelgebunden. So, und wie ihr alle wisst, baue ich ja gerade einen Leuchtturm mit Steffi zusammen am See. Die Playlist findest du unten in der Videobeschreibung. Das Besondere an diesem Turm, an diesem Leuchtturm, wir haben dort keinen Strom. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, mir drei neue Tools zu bestellen. Und darunter ist auch diese Tauchkreissäge von Bosch. Es gibt nochmal einen Staubsauger und eine Kapp- und Gärungssäge. Beide Tools, beide Videos verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Und heute schauen wir uns die GKT 18 Volt 52 GC an. Viel Spaß! Ich habe mir die Säge in der L-Box bestellt, weil alle großen Maschinen oder Investitionen, die bestelle ich mir immer in der L-Box, damit ich das Ganze schön stapeln kann, hin und her transportieren kann. Ist einfach sehr, sehr praktisch das Ganze. So, fangen wir einfach mal an und packen das ganze Ding mal aus und schauen uns das Ganze mal an. Ich bin wirklich gespannt, wie es sich damit arbeiten lässt mit einem Akku. Ich habe mal vor ein paar Wochen beim lieben André vom Bauforum 24 habe ich die APE umgebaut. Ein APE-Projekt, muss man bei André schauen. Und da habe ich den Innenausbau gemacht. Da haben wir nämlich eine APE als Werkzeugwagen umgebaut. Und da habe ich die Tauchkreissäge von Festool verwendet. So, und deswegen habe ich schon so ein bisschen, also Akku-Tauchkreissäge, deswegen habe ich so ein bisschen Hintergrundwissen. Nochmal zu erwähnen, wir können mit der Tauchkreissäge 90 Grad Schnitte machen, aber auch 45 Grad. Allerdings bei 45 Grad haben wir nur eine Schnitttiefe von 32 mm, bei 90 von 52, je nachdem, ob wir die Führungsschiene nutzen oder nicht. Hier könnt ihr nochmal ganz schön sehen, was es für Zubehörteile gibt, damit man weiß, was es alles auf dem Markt gibt. Und es gibt natürlich auch nochmal hier einen passenden QR-Code. So, mit dabei ist hier wieder schön die Bedienungsanleitung, ein Staubbeutel, und die Tauchkreissäge, die ich jetzt mal rausziehen werde. Oh. So. Oh, ist das schön. So, das ist sie. Ist sehr, sehr leicht, finde ich. Lässt sich auch ein bisschen anders, hat einen ganz anderen Griff als meine alte. Ansonsten sieht es ziemlich identisch aus. Ich zeige euch mal kurz meine alte. Warte. Gieß mir durch. Schnell. Ich meine natürlich nicht Steffi, sondern hier diese alte hier. Und Steffi kann da mal rüberschwenken. Wir haben jetzt hier im Vergleich, im direkten Vergleich, hat sich so ein bisschen was verändert. Ne? Unter anderem haben wir jetzt hier diesen Griff, der ist hier gummiert und passt sich so ein bisschen mehr die Hand an oder der Hand. Statt Powerknöpfe sind beide identisch. Ne? Dann haben wir hier die Entriegelung, um das Sägeblatt zu wechseln. Ist auch identisch, das gleiche System. Einmal hier und einmal hier. So, die Griffe, hast du die drauf? Mhm. Ja, ne? Gut. Mhm. Was mir sofort ins Auge blickt, wir haben hier einen sehr, sehr großen Motor. Und hier, ja, hier fehlt der Motor irgendwie, ne? Da ist aber ein Motor drin, der verbirgt sich nämlich hier hinter. Wir haben hier ein Bedienfeld. Damit können wir beispielsweise jetzt den Akku einsetzen. Machen wir gleich. Empfohlen wird ein 8 Ampere Akku, 18 Volt. Ihr könnt natürlich auch die Tauchkreissäge mit einem 4 Ampere oder 2 Ampere Akku betreiben. Aber dann habt ihr natürlich weniger Leistung, besser gesagt, weniger Leistung und weniger Schnittkapazität. Akku einlegen geht ganz einfach und der stört jetzt auch nicht von der Bedienheit. Und man merkt jetzt, ja, die Säge wiegt so ein bisschen mehr. Aber zum Vergleich her eigentlich, ja, ein klein Ticken ist sie schwerer, muss man sagen. So, jetzt haben wir hier unten ein kleines LED-Feld und daran einmal eingeschaltet,
haben wir ringsherum eine Umrandung, die gelb leuchtet. Es sieht ein bisschen, ja, man kann es leider schwer sehen auf dem Display. Der Akku ist leer, wie ihr seht. Der ist nicht voll aufgeladen. Wir haben jetzt hier 6 Stufen. Damit könnt ihr die Drehzahl einstellen, 1 bis 6, und dann haben wir nochmal einen Eco-Modus und damit könnt ihr ungefähr 20% mehr Leistung, mehr Power am Ende nochmal rausholen. Die 6 Stufen könnt ihr auch selber einstellen, die Drehzahl, je nachdem, was ihr schneiden möchtet für Material, wenn ihr Plattenmaterialien habt, und da könnt ihr die Drehzahl nochmal selber einstellen. Und das Ganze könnt ihr natürlich dann mit dem Smartphone, mit der App auch nochmal konfigurieren, beziehungsweise ladet euch die App runter, dann könnt ihr die ganzen Einstellungen vornehmen. Und per Bluetooth könnt ihr beispielsweise dann euren Staubsauger miteinander verbinden, so dass der angeht und so weiter und so fort. Das Video zum Staubsauger werdet ihr unten in der Videobeschreibung verlinken. Kann ich euch nur empfehlen, bei so einem Ding habe ich mir damals bei dieser hier auch zugelegt. Und wenn ihr mit Akku unterwegs seid, braucht ihr natürlich auch nochmal einen Akkustaubsauger. Sägeblatt wechseln ist eigentlich genauso wie bei der alten hier. Ich möchte die eigentlich auch gar nicht so miteinander vergleichen. Ich mag sie, ich liebe sie, ich finde sie toll. Und mit dieser hier habe ich noch gar nicht so viel Erfahrung. Das heißt, ich muss erstmal meine Erfahrung sammeln, bevor ich euch irgendwas wiedergeben kann. Aber ich kann euch sagen, wir haben hier eine maximale Schnitttiefe von 52 mm. Hier haben wir beispielsweise 55 bzw. 57 mm. Macht den Kohl jetzt auch nicht fett, ne? Wenn ich jetzt einen Akku habe und ich jetzt demnächst beispielsweise Tauchschnitte machen muss, reicht das vollkommen. Jetzt starten wir sie einmal. Ich bin echt heiß drauf. Ist gar nicht so laut und hört sich nicht verkehrt an. Wie gesagt, ich kann dazu nichts sagen. Wir werden jetzt uns mal die Säge ein bisschen genauer anschauen. Ich nehme mal den Akku sicherheitshalber raus, weil ich kenne das ganze gute Stück nicht und nicht, dass sie auf einmal angeht und die Finger sind ab. Was ich gleich sehe, ist hier ein Inbusschlüssel, der ist gut versteckt, unten an der Tischplatte vom Sägetisch, und damit können wir wahrscheinlich den Säge oder das Sägeblatt wechseln. Schauen wir uns mal das Sägeblatt genauer an. Und zwar haben wir hier ein blaues Bosch-Sägeblatt, Bosch Expert. Wir haben 15 Grad, das ist vielleicht noch nicht so interessant. Also, wir haben einen 140 mm Durchmesser. Wir haben 1,8 Gesamtbreite, 1,3 ist das Sägeblatt, 20 mm Lochbohrung, falls ihr euch Zubehör holen wollt, und ansonsten made in Italien. Ansonsten steht hier nichts, also es ist ein Wechselzahn, habe ich schon gesehen, viele kleine Zähne. Ich gehe mal ganz stark davon aus, damit könnt ihr auch allgemein was weiß ich, jetzt beschichtete Platten, Multiplexplatten, Küchenarbeitsplatten wahrscheinlich sägen, wenn das scharf ist, das ganze Blatt, aber auch Vollholzplatten. Genau, das ganze einstellen, hat sich ein bisschen was geändert. Wir haben hier einen kleinen Knopf. Und damit könnt ihr die Tiefe einstellen. Das heißt, zack, 40 mm, und das ganze Ding sägt 40 mm tief. Oder je nachdem, 20 könnt ihr auch einstellen. Ganz, ganz einfach. Wir brauchen nicht mal dieses Drehrad hier, um einzustellen, ob wir jetzt eine Führungsschiene haben, ja oder nein. Hat sich geändert von Bosch. Des Weiteren können wir das Ganze jetzt 45 Grad schwenken. Dazu lösen wir einfach hier diese Stellschraube hier. Und hinten haben wir auch noch mal eine Stellschraube. Die lösen wir auch. Und dann könnt ihr, wenn ihr diesen Knopf hier betätigt, könnt ihr das Ganze schwenken und dementsprechend einstellen. Die Skala hier oder das kleine Pfeilchen ist jetzt nicht so exakt genau. Das heißt, wahrscheinlich setzt ihr dann eine Schmiege an oder einen Winkel oder einen digitalen Winkelmesser und stellt euch das dann exakt an. Aber für die grobe Richtung kann man das Ganze mal verwenden. Was noch besonders ist zu erwähnen, ist die geringe Tiefe. Also ich meine jetzt die Tiefe vom Sägeblatt Abdeckung zur Wand. Und zwar ist es hier möglich, haben die Hersteller gesagt, dass wir jetzt hier direkt an der Wand sägen können und bis zu 10 mm. Das heißt, wenn ich das ganze Ding jetzt an die Wand setze, kann ich von der Wand hinweg 10 mm lange Schnitte machen. Eine ganz, ganz tolle Sache.
eine ganz, ganz tolle Sache, vor allem, wenn ihr beispielsweise das Laminat verlegt, Parkett legt, ihr müsst nochmal einen Schnitt nachsetzen, könnt ihr mit dieser Säge machen. Was jetzt im Lieferumfang mit dabei war, war dieser Staubsack hier und das finde ich auch was ganz Lustiges, beziehungsweise das hat sich auch so ein bisschen verändert, also wir haben hier eine Lasche, zack, und dann geht so ein Zelt auf. Und das Besondere daran, das Zelt hat natürlich einen Eingang. So, kannst du aufmachen, kannst du drinnen nicht reinlegen. Und das Gute ist daran, dass du hier wirklich viel Volumen reinkriegst. Wenn du jetzt mal irgendwas sägst, was gröberes, gröbere Späne. Das heißt, der ganze Staubsack oder der Eingang hier, der verstopft nicht so schnell, weil das Ganze ja wirklich Platz hat, um sich zu entfalten. Ist vielleicht ein bisschen hinderlich, wenn wir damit arbeiten. Na gut, muss man sich hin und her drehen, also so nach unten hin. Und ja, es geht. Also man kann damit arbeiten, wenn du jetzt keine Absauganlage vorhanden hast. So. Für alle diejenigen, die jetzt das letzte Video gesehen haben, da haben wir die Kappengärungssäge ausgepackt. Ich habe mir so 3 Tools besorgt, wie schon erwähnt, die ich jetzt brauche zum Leuchtturmbau. Und ihr habt bestimmt schon mitbekommen, hey, der Mr. Handwerker hat eine neue Werkbank. Und hey, wo ist denn seine Kreissäge? Und hey, wo ist seine alte Werkbank? Und was macht er denn jetzt ohne Kreissäge? Ich nehme jetzt diese Tauchkreissäge hier. Nein, natürlich nicht. Ich habe mir dabei was gedacht und alles dazu wirst du, wenn es online ist, verlinke ich dir direkt unten in der Videobeschreibung. Was braucht jede gute Tauchkreissäge? Eine Führungsschiene. So, da können wir auch die alte verwenden. Das ist nämlich das Tolle. Ich habe nämlich 2 Stück, die man miteinander kuppeln kann. Und wir können jetzt losgehen und zack, unsere neue Tauchkreissäge auf die alte Schiene draufsetzen, das geht alles. Nur es gibt eine Sache zu beachten. Und diese ist, ja, es kommt drauf an, ob dir das wichtig ist. Mir persönlich eigentlich nicht. Und zwar ist es nämlich Folgendes. Wenn du dir jetzt eine neue Tauchkreissäge kaufst, ist egal welcher Hersteller, und du kaufst, also ist nicht egal, aber es gibt so 1-2 Hersteller, die nehmen das System und beispielsweise jetzt hier von Bosch und du holst dir eine neue Führungsschiene, dann setzt du quasi deine Führungsschiene an, sägst diesen ersten Schnitt und wunderst dich, warum so ein bisschen Gummi abgeht. Das ist, du schneidest oder du nicht entjungferst, kann man darauf nicht beziehen. Steffi kriegt gerade große Augen. Was sagt man dazu? Man kalibriert. Man kalibriert die Säge oder man stimmt die Säge miteinander ab mit der Tauch- oder mit der Führungsschiene. So. Das heißt, du hast ein bisschen Spiel, so Millimeterbereich, vielleicht auch Mühbereich. Und man nimmt ja ganz, ganz gerne. Ist bei uns geklopft. Und man nimmt ja ganz, ganz gerne die Führungsschiene dann als Anschlag bzw. als Lineal und misst dann seine Breiten an und legt dann die Führungsschiene an dieses Gummi und demnach sägt man dann. So, das heißt, einmal gesägt und schon ist die Führungsschiene angepasst auf deine Tauchkreissäge. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und wenn du jetzt eine neue Tauchkreissäge hast, ist dieses Spiel nämlich etwas anders. Übrigens kannst du hier mit diesem Hebel die Breite einstellen von diesem Gummiding, also von hier. Das heißt, wenn du ein bisschen verschleißt hast über die Zeit, kannst du das Ganze ein bisschen anpassen. Du kannst aber auch das Ding hier rausnehmen. Hier ist eine Schraube und kannst es beispielsweise für andere Hersteller, Fabrikate verwenden. So, und was ich euch jetzt zeigen möchte, ist das hier. Steffi, kannst du mal kommen und mir helfen? So, ich versuche mal, euch das irgendwie so zu zeigen. Wie gesagt, Akku ist draußen und vielleicht könnt ihr das jetzt sehen zwischen Gummi und Sägeblatt. Siehst du die Luft zwischen Schneidzahn und Sägeblatt? Vielleicht filmst du weiter hier vorne, wo mein Finger ist, da. So, und hier seht ihr ein bisschen Spiel, wo mein Zeigefinger jetzt ist. Und das ist dann ja quasi das Maß, was da nicht stimmt. Das heißt, wenn ihr das Ganze anzeichnet, Steffi, du rennst durchs Bild, wenn ihr das Ganze dann anzeichnet, dann kann es durchaus sein, dass das Maß nicht mehr exakt stimmt. Mich persönlich stört es nicht so wirklich, weil ja, ich gucke da mal und messe mal nach und den halben Millimeter oder Millimeter, nee, halben Millimeter, den 0,1 mm ist mir dann Wumpe. Ne? So, ich würde sagen, wir werden das gute Stück mal jetzt ausprobieren. Und das mache ich nämlich am Turm.
Das Video zu Kapp- und Gärungssegel werde ich dir hier verlinken. Und ich hoffe, dir dieser kurze, kleine Eindruck zu dieser Segel gefallen. Mir persönlich gefällt sie sehr, sehr gut. Ich bin natürlich sehr, sehr gespannt, ob dieser 18 Volt 8 Ampere Akku auch wirklich hält. Aber das werde ich über die Zeit sehen und dann gibt es nochmal ein Erfahrungsvideo von mir. So, bis dann. Ciao.